viel Zeit brauche, um damit eine Kampfrunde zu beenden. So, wir haben jetzt die Handphaser fertig gemacht. Gefecht gegen normale Rassen und Gefecht gegen alte Rasse plus 20. Bonus. Schön und gut. Ich wollte aber, genau, die Handphaser. Gut, die brauchen 12 Runden. Die Antimaterie-Torpedos brauchen 17 Runden. Geht also auch voran. Die Atomrakete ist eigentlich gar nicht mehr so interessant. Die macht einfach viel zu wenig Schaden. Die Fusionsbombe, die kann natürlich dementsprechend auch irgendwann nochmal gezielt durchgepowert werden. Die Biotoxine, Ausrottung. Tödliche biologische Waffen, die nach Invasion einer Kolonie zur Ausrottung von Kolonisten in großer Zahl genutzt werden können. Ihr Einsatz ist auf zivilisierten Planeten verboten. Sind wir zivilisiert? Theoretisch nicht. Bist du noch nicht in dem Orbit? Wie kann das denn sein? Ich dachte, das würde nicht so lange dauern, bis da einer in den Orbit kommt. Ja, auf jeden Fall ist jetzt das schwere Mutterschiff auch schon mal angekommen. Ja, es wird... Ja, okay. Wen haben wir denn jetzt? Ja. Das Harkan-Gemeinwesen. Ja, seid gegrüßt, ihr mich auch. Bla bla. Wir haben Kontakt zu Harkan aufgenommen. Mutterschiff. Da mit rein. So, Truppen. Truppen. Null. Jetzt ist die Frage, hätte ich damit einnehmen können oder nicht? Sektor aktivieren. Runde beenden. Kolonie zerstören. Nichts zu tun, abfangen, lösen. Kolonie zerstören? Ich gehe mal auf abfangen. Das ist die Kolonie. Ich habe jetzt kein Schiff. Die beiden vorderen Schiffe, die Bomber. Die Bomber sind getarnt. Aber du hast dich rein zufällig. Beim Aufladen. Jetzt habe ich ihn natürlich einmal rausgeholt. Das ist natürlich aber nicht weiter schlimm. Bitte dahin fliegen und Feuer. Okay, jetzt habe ich zweimal drauf geschossen, was aber auch irrelevant ist. Kreuzer schwer. Achso, das Mutterschiff ist noch nicht angekommen. Das Mutterschiff steht hier. Das Riesending. 400 Leute an Bord, okay. Was natürlich nichts weiter Interessantes. Okay. Du darfst bis zum Ende springen. Überlebende. Verlust, Überlebende. Lebt denn da noch Tantik oder was? So, Aridanis ist weg vom Fleck. Den nehme ich jetzt ein. Und danach kommt... Wir könnten uns theoretisch mit Lamanis mal anlegen. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das so irgendwie in irgendeiner Weise gut ist. Industrie plus 30%. Fortschrittliche metallurgische Tonen. Okay. Das ist richtig gut. Industrie plus 30. So, was hatten wir denn? Panzer, Gefechtsmechs. Ja, nee, die interessieren mich eigentlich eher weniger. Gefechtsbonus, Hoverkraft, Bombenunterstützung. Bombengefecht, okay. Luftunterstützung, gepanzerte Mannschaft, Gefechtsmächt, Panzer, Androiden. Lebenserhaltungssystem, Androiden. Wir wollen die Androiden mal haben.
Jetzt ist natürlich die Frage, Zielansprachesystem könnte ich natürlich auch nochmal ein bisschen mehr in die Höhe hauen. Würde mir Zielansprache 65% bringen. Da gehen wir doch mal in die Elektronik, um dort mal ein bisschen was zu leisten. Xenobiologie. Ja, Diplomatie von mir aus. Die fortschrittliche Abfallbeseitigung. Oder die Biotoxine könnten wir als nächstes machen. Oder halt genetische Manipulation. Bringt uns ja auch noch Industrie. So. Du kommst nächste Runde hier rein. Kannst dann den Vulkanisch und verpisst dich dann einmal und holst dir den Dings. Minigia. Unfruchtbar. Hat aber. Der Planet verfügt über eine große landschaftliche Schönheit. Minitia ist verteidigt. Was uns theoretisch scheißegal sein könnte. Damit könnten wir unsere... Theoretisch unsere erste... Aber im verteidigt eventuell wahrscheinlich nur, weil der hier rumfliegt. Meine liebe Flotte, Dragon 2-1... Wann ist es ja? Flieg mal nach Minitia. Mal schauen, ob uns das was bringt. Nächste Runde ist dann auch unser Kolonie-Chef mit da. Vielleicht können wir Minitia ja vernichten. Hier sind doch auch die Tantik, oder täusche ich mich? Ach, das sind auch die Tantik. Zielansprachesystem. Zielansprache 70%. Energieverbrauch 1%. Ja, danke. Die nächste Zielansprache braucht 11 Runden. Das ist doch schön. Was ist hier die Tantik? So. Du, mein liebes Kolonieschiff, darfst kolonisieren. Halt, stopp. Toxisch. Du bist groß und du bist mittel. Vulkanisch ist aber besser als toxisch. Bevölkerungswachstum ist wahrscheinlich gleich so gegen 0. Ja, dann wirst du erstmal kolonisieren. Aridanis 2. Ich werde ihm schön seine Systeme nach und nach wegnehmen. Bedeutet natürlich für uns, dass wir dementsprechend mehr Systeme bekommen werden. Je mehr Systeme wir bekommen werden, desto unübersichtlicher wird es. Je unübersichtlicher es wird, desto mehr Geld kriegen wir, desto mehr Geld wir kriegen, desto mehr Schiffe können wir bauen und unterhalten. Ich werde mir auch noch gleich noch eine Flotte machen. Ja. Ja, so wird das hin und her gehen, also wir haben hier noch einiges. Ja, danke, kenne ich. Fabriken auf dem Planeten Merkur errichtet. Was geht denn hier ab? Tantik. Der baut hier auch Schiffe. Dem Merkur wurden Fabriken gebaut. Okay. Kann ich auch mit leben. Was könnten wir denn hier noch so reinklatschen? Was könnten wir hier noch reinklatschen? Landwirtschaft könnten wir erhöhen. Wir könnten aber auch die Händler-Dock und die Rennarena erhöhen. Ich würde mal sagen, dass wir die beiden Sachen auch erhöhen. So, was sagt denn unser Concord 3? Concord 3 sagt, ich baue nicht mehr. Ich würde aber sagen, du baust 2 Trägerkreuzer. Baust ein Mutterschiff Truppen. Und ein Mutterschiff Schwer. Ein Mutterschiff Truppen, danke. Ja, die Staatskasse füllt sich sowieso bei uns. Von den Korvetten baust du gleich mal 3. Was nehmen wir denn ein? 17,55 Milliarden Credits. Boah, das wird sich auch noch steigern. So, der braucht... Achso, der braucht noch eine Runde, dann ist er hier. Dann wollen wir mal gucken, wie gut der verteidigt ist. Wenn er dementsprechend nicht so gut verteidigt ist, werde ich hier wahrscheinlich auch angreifen und ihm seine Schiffe erstmal von hier fernhalten, dass ich den auch einnehmen kann.
Sagt die Erde, eine Korvette wird in 3 Runden fertig gebaut. Okay. Und wenn voll, dann voll. Der ist voll. Mehr kann ich dann auch nicht mehr. Schade. Du gehst da nochmal rein. Was habe ich denn hier? Eine Korvette, 2 Bombenkreuzer. Ah, ja. Die Bombenkreuzer sind natürlich einmal viel stärker, weil sie 5-mal eher Fusionsbomben haben. Dafür haben sie nur 3-mal schwere Laserkanonen. Haben natürlich ein Verhüllungsgerät, das ist schon mal ganz nett. Sind eher ein Trägerkreuzer. Ein Trägerkreuzer hat Kampffliegerrampen, Verhüllungsgerät, Kampffliegerrampen, 2-mal schwere Laserkanonen, weil der natürlich über die Kampfflieger seinen Einsatz fliegen soll. Was sagt denn Pluto eigentlich bei uns? Pluto, könnte ich noch ein einziges Gebäude hinbauen? 10 Millionen. Plus neu. Wie viele Menschen können hier leben? 10 Millionen. Doch so viele. Der Handelsverkehr bringt mir mehr ein. Nahrung ist gleichbleibend. Industrie ist gleichbleibend. Industrie ist natürlich dementsprechend schlecht. Ich könnte jetzt natürlich das Handelszentrum ausbauen, die Industrie abreißen. Und dann könnte ich das alles ins Handelszentrum reinstecken. Natürlich würde das Handelszentrum dann dementsprechend viel brauchen. Ich meine, wir brauchen so schon 152 Runden. Aber wir werden jetzt aber wie viel? 200 Milliarden Credits. Naja, gut, okay. Ein bisschen mehr Geld rein investieren, dann kriegen wir auch mehr Geld raus. Ist ja so an sich nicht das Problem, ne? Minitia! Wollen wir nochmal schauen? Achso, ich müsste mal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ich müsste vielleicht mal mein Kolonieschiff wegschicken. Kolonieschiff erwartet neue Befehle. Ja. Kann ich verstehen. Gehe zu Sol. Concord. Concord hat einen Kreuzer, eine Korvette und eine Sternenbasis. Der Kreuzer kommt mit zur Korvette. So, Minitia, wie sieht das denn aus? Verteidigt. Befehl um Kreise, Minitia. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass der sich mit seinem Schiff verduftet hat. Vierter Schiff, wo möchtest du hin? Du möchtest nach... Oh, er möchte nach Aridanes. Mit seiner kleinen Flotte, die aus... Kolonieschiffen besteht. Dragon 2. Dragon 2. Dragon 2 müsste ich eigentlich mal da runter schicken. Aller, weil der wird wahrscheinlich vor mir ankommen und könnte sich dann Aridanes 3 holen. Ich kann die natürlich auch einfach mal. Wann wird was fertig? In 2 Runden wird die Korvette fertig und der Bombenkreuzer wird fertig. Nee, das sind nicht unbedingt 2 gute Verteidigungsschiffe. Gehe zu. Aridanes. Brauchen wir gar nicht versuchen, wieder einzunehmen. Das wird er sowieso nicht bekommen. Das kann er sich gleich mal knicken. Hier wird geguckt, was Minitia hat. Ja. Dann beenden wir doch auch diese Runde mal. So, was haben wir denn noch? Irgendwie großartige Feindschiffsbewegungen? Nö, momentan nicht so. Ich werde jetzt auch nicht anfangen, mit irgendeiner zweiten Rasse einen Krieg anzufangen. Außer sie fängt den Krieg mit mir an. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ein Krieg reicht erstmal. Wir müssen uns damit ja ein bisschen auseinandersetzen, damit wir dieses lernen. Gaia 2 errichtet. Vergnügungsanlage auf dem Planeten Gaia 2 errichtet. Wo ist denn Gaia? Hier ist Gaia. Gaia 2. Oh, wie schön. Auf Gaia 2 könntet 14 Milliarden Menschen hausen. Bei 14 Milliarden Menschen würde ich sagen, dass wir auch die Nahrung nochmal upgraden müssen. So, die Runde wird auch beendet. Nach der Aufnahme werde ich dann einfach mal
ein bisschen Planetenpflege begehen. Das werde ich dann aber nicht machen, während ich in der Aufnahme bin. Hier ist ISN, alle Nachrichten mit Lichtgeschwindigkeit. Unsere heutige Top-Meldung. Nahrungsmittelhandel, Tourismus, Forschung und Industrie. Das ist das, was die Kamsa können. Scheiße, sind wir weit unten. Xenobiologie. Ich sollte vielleicht mal auf Aridanis, den wir bevölkert haben, den nennen bleiben auch so, ein Heuchposten bauen. Der Heuchposten braucht auch nur noch zwei Runden. Um der das ist aber schnell. Auf dem Planeten Concord 3 wurde eine Korvette fertiggestellt. Auf dem Planeten wurde ein Bombenkreuzer fertiggestellt. Hier fehlen noch zwei. Was fehlt denn dir theoretisch noch? Wir haben also eine Korvette, einen Trägerkreuzer, ein Mutterschiff. Noch eine Korvette. Ein Trägerkreuzer noch zusätzlich. Zwei Bombenkreuzer und eine Korvette. Die Korvette soll ja... Ach, Aridanis. Welcher bist du? Du bist Dragon 2, ne? Dragon 2 könnte da natürlich diesen Bombenkreuzer noch kriegen und könnte da natürlich voll und ganz auf Planetenzerstörung mit eingereicht werden. Nee, ich behalte den Bombenkreuzer und werde hier auch nochmal eine neue kleine Flotte aufbauen. Bombenkreuzer, Raketenkreuzer. Nochmal Raketenkreuzer. Du brauchst nochmal zwei Korvetten. Noch ein Mutterschiff. Und ein Mutterschiff Raketen. Ja. Das kostet auch noch ein Geld. Was haben wir eigentlich an Ausnehmen? Schiffe? 2,3 Milliarden. Gesamtausgaben. Don Basilios Schrottplatzgebühr 1,21 Milliarden. Wir würden fast 19 Milliarden haben, wenn ich die Schrottplatz nicht bezahlen würde. Allerdings ist die Frage, was bringt mir der Schrottplatz? Bringt mir was in der Forschung, dass ich die Sachen schneller durchkriege, ne? Von einer Geschwindigkeit bringt er mir jetzt nicht unbedingt irgendwie großartig was, ne? Nee. Schade. So, wir sind, der ist auf Aridanis. Ah, der ist ja hier. Minidia ist verteidigt. Mit einem Tantik-Schiff ist die Frage, ist das nur von dem Tantik-Schiff verteidigt oder nicht? Ich werde meine Flotte hier jetzt einfach mal ein bisschen im Orbit kreisen lassen. Mal gucken, ob er mich vielleicht irgendwann mal angreift. Wenn er mich nicht angreift, werde ich ihn angreifen. Hier habe ich noch einen Bombenkreuzer, ne? Ah ne, das ist das Mutterschiff. Hier ist der Bombenkreuzer. Ach ne, hier habe ich noch gar keinen Bombenkreuzer drin. Ach ja, ich wollte die blöden, schweren Jäger gegen ein paar Korvetten austauschen. Hau mal rein hier so. Runde beenden. Ich freue mich ja schon, wenn die mit ihrer blöden Kolonieschiffen ankommen. Und ich ihm die einfach mal schön auseinanderreißen kann. Dann kann er mir ja, kann er mich nämlich mal richtig schön gerne haben. Boah, dann nämlich gar nicht versuchen, hier in Aridanis irgendwas zu. Könnte natürlich. Oh, was haben wir denn? Die Begegnung zwischen unseren beiden Völkern, Zeit und Ergebnisse. Die Zeit ist reif, den Barbeck den Krieg zu erklären. Nein.